Unity! Willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play! Und zwar Let's Play Escape the Island. Einem sehr spontan, sehr plötzlich ausgedachten Titel von mir für euch. Das ist hier das Projekt, was ich schon ein Weilchen lang angekündigt hatte. Von wegen, als ich euch immer wieder gesagt habe, boah, ich muss gerade viel für die Uni machen. Das war eines der Abschlussprojekte. In einem der News-Videos habt ihr bereits meinen Charakter gesehen von Character Design und Animation. Und jetzt seht ihr das Ergebnis von Game Engineering. Ich habe davor nie mit Unity, also mit dem Programm, mit dem das Spiel erstellt wurde, was zu tun gehabt. Ich habe davor auch noch nie irgendwelche Games gecodet oder sonst irgendetwas. Und dieses Spiel ist in insgesamt circa 6 Wochen entstanden, 3 Wochen davon in extrem intensiver Arbeit. Und es ist ein Shooter. Wir werden das jetzt durchspielen, das wird wahrscheinlich nur ein Video. Und dann werde ich euch einfach so ein bisschen durchführen und erzählen, was wir uns dabei gedacht haben. Soll ein bisschen ein kreativer Shooter sein. Kreativer, ist gut, ja. Kreativ sowieso, nein, aber ich meine ein bisschen ein creepiger, Ego-Shooter. You're stranded here, having no idea where you are. Try to escape this island alive. Keine Ahnung, warum wir alle Tooltips und sowas auf Englisch gemacht haben in dem Spiel. Wir hatten einfach Lust darauf, okay? Dann, remember your flashlight, activate by pressing Q. Dann habe ich hier noch so ein wunderschönes Flashlight reingemacht im Spiel. Ins Spiel, mit Q können wir das an- und ausschalten. Und eigentlich, das ist im Normalfall so das Normalste, was man kennt von Spielen. Jedes Horror-Game hat ein Flashlight oder eine Laterne oder eine Fackel oder irgendetwas. Aber denkt dran, ich habe mit 0 Vorerfahrung einfach alles selbst zusammengebastelt. Links oben seht ihr die Gesundheit, links unten seht ihr eine kleine Minimap und rechts unten die Munitionsanzeige. Wollen wir erstmal das hier aufheben? Geht mit E. So, und dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal so das Spiel, wie es gedacht ist. Wir hatten auch auf unserer Uni gab es so einen Tag der Medien, da war das Spiel auch unter anderem ausgestellt. Mit kapselförmigen Gegnern! Und das ist nur einer von 2 Gegnern, die einen Pfad entlang laufen. Ja, es gibt auch auf R Reload eine Nachladefunktion, gab es noch nicht von Anfang an. Aber was ich auf jeden Fall jetzt gerade sagen wollte, auf unserem Tag der Medien sind die Leute immer zuerst auf dieses Leuchten, auf dieses Glitzern zugerannt und konnten dadurch nicht den Weg finden, der weiter hinten angefangen hat. Und sind dann immer hier blind drauf losgelaufen und hatten dann keine Ahnung mehr, was sie als nächstes machen sollen oder wo sie hinlaufen sollen. Deswegen hier eine kleine Hilfe. Oh, Hospital, was ist hier los? Die Schriftart habe übrigens nicht ich ausgewählt. Tut mir leid, Marcel. Muss ich einfach kurz sagen. Dann haben wir hier noch diese Viecher. Das war auch ein Act, dass die fangen einen erst anzugreifen, wenn man nah genug rangeht, wie ihr gerade eben gesehen habt. Oder wenn man sie anschießt. So. Munitionspacks gibt es hier noch nicht. Das wäre ein bisschen zu derbe gewesen vom... Also vom Programmieraufwand nicht so besonders hoch, aber ihr seht ja schon, was wir hier bereits alles hingestellt haben. Die ganzen Texturen, der Weg, der Rasen, mussten alle selbst zusammengesucht werden, selbst umgefärbt werden, dass alles hier passend zueinander aussieht. Die Zäune, Gegenstände, Schilder und sowas wurden alles selbst erstellt mit 3D-Modeling-Programmen. Da haben mein Studienkollege und ich beide ordentlich gemodelt. Alles mit Cinema 4D und ein bisschen auch mit Blender hat er gearbeitet. Und ich habe auch die Insel designt hier. Und ja, am Anfang startet man da am Strand. Man ist gestrandet. Man sieht da zum Beispiel dieses eine Schild. Hospital, sobald man geradeaus geht. Und dann kann man nach links abbiegen und sich so hier ein klein wenig orientieren. Das wird jetzt hier auch kein Let's Play sein, dass ich irgendwie mega stimmig kommentieren werde. Ich bin ja im Prinzip jetzt endlich mal der Dev, der Developer. Ich sitze jetzt mal auf der anderen Seite. Ich kenne alles auswendig, was hier auf der Insel ist. Ich weiß überall, wo sich etwas befindet, weil ich zum größten Teil alles auf dieser Insel platziert habe. Deswegen
werdet ihr jetzt eigentlich einen Einblick bekommen in einfach alles. Das ist ja auch so eine kleine lustige Geschichte gewesen. Die ganzen Viecher, die ihr hier seht, am Anfang war es noch so, dass die AI von ihnen, die ist übrigens auch selbst gecodet, zu 90% von meinem Studienkollegen, aber recht simpel, wenn man nah genug rangeht, dann fangen sie an, auf einen loszulaufen, auf einen zu schießen, ja. Und sobald man aus ihrem Sichtfeld rausgeht, bleiben sie stehen und sobald man wieder reinkommt, fangen sie an, einem hinterherzulaufen, dadurch wird es noch ein bisschen creepier. Und am Anfang hatte man das Problem, dass wenn man draußen aus ihrer Range stand und geschossen hat, dann sind sie auf einen nicht losgelaufen, weil sie ja erst anfangen loszulaufen, wenn man in ihre Range reingeht. Also mussten wir noch ein paar extra Zeilen dazu coden, dass sie auch anfangen auf einen loszulaufen, sobald man sie angeschossen hat. So, hier oben, da im Fenster, ist gleich auch ein Viech. Das Gebäude hat übrigens komplett mein Kollege designt. Hier ist eine Seitentreppe zum Keller, was so ein bisschen hier kaschiert werden musste. Ist nicht so ganz gelungen, aber der Terrain-Editor von Unity ist nicht so klasse. Da kann man nicht so kleine Feinheiten ausbessern. Oder zumindest wussten wir nicht, wie das geht, wie wir es gerne hätten. Hier ein paar, ne, Physikobjekte, die man lustig durch die Gegend schießen kann, wenn man denn so will. Scheiben, die man anknacksen kann. Und ich sag's euch, bis der erste Soundeffekt in dem Spiel drin war, das Schießen, hat es ordentlich gedauert. Und bis diese Viecher, die Monster, einen angefaucht haben, als sie auf einen losgerannt sind, hat es circa 2 bis 3 Stunden Coding-Arbeit gekostet. Oh mein Gott! Ja, so ist das, wenn man zum ersten Mal verschiedene Sachen macht. Das dauert alles Zeit. Sachen, die ihr hier als selbstverständlich seht, die haben gekostet, Zeit gekostet, wie wahnsinnig. So, also man kommt hier an, wir haben eine Kreuzung. Lighthouse, also sprich, Lichthaus, lol, nein, also Bootshaus, ne, Boathaus, Hospital und Lighthouse ist Leuchtturm, so rum, so, meine Güte. Alles im Code und hier im Game auch auf Englisch gehalten, also, hier eine kleine Meldung, get the keys to open this door, wir brauchen 2 Schlüssel, wir haben vorhin schon gesehen, Bootshaus und Leuchtturm, da sollte einem jetzt vielleicht jetzt schon klar werden, ach, vielleicht sind da die beiden Schlüssel. Hier ein kleines Easter Egg. Wir waren eigentlich 3 Leute im Team, das dritte Mädel ist erst nach einer Weile hinzugestoßen und hat ein paar Objekte gemodelt. Aber das waren, ja, das ist, im Prinzip hat sie die Inneneinrichtung hier von der Form her gemacht, wir mussten aber vieles neu texturieren. Und ansonsten wären dann noch Marcel, also mein Kollege, mit dem ich den größten Teil von dem Game gemacht habe, eigentlich zu 95% alles und ich. Mini-Easter Egg! Und dann hier gibt es noch ein anderes. Das haben wir ganz am Ende eingebaut. Hier ist nämlich noch ein kleiner Friedhof. Wenn man hier reingeht, noch ein bisschen mit Nebel. Hier haben wir uns auch verewigt. Ich einfach mal mit meinem Link. Stone of Games 9. YouTube.com/Games9. So ein Grabstein ist der beste Grabstein. Hier haben wir noch einen. Marcel mit seinem Spitznamen. Was leuchtet denn da so? Was leuchtet da hinten denn so? Das ist auch ein Hommage an die Leute, die immer sofort auf die Partikeleffekte zugerannt sind. Dann hier immer noch so ein paar Standardgräber. Und hier haben wir unseren Professor verewigt mit einer kleinen Lichtquelle. Ha, oh, the Master, the origin of everything. So, und da haben wir noch so unser drittes Teammitglied verewigt. Mit ein paar Sprüchen könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ist auch ganz lustig. Hehe, habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht. Ihr seht, ich laufe langsamer. Wenn ich auf Shift drücke, kann ich schneller laufen. Dann habe ich hier noch etwas versteckt. Einen kleinen Höhleneingang. Wir sind gerade ein bisschen angeschlagen, also nehme ich mir mal kurz das Health Pack hier. So, die Lebensleiste links oben und rechts unten die Munitionsanzeige, die habe ich auch relativ schnell zusammengebastelt, weil es ging uns eher darum, dass es funktioniert. Vor allem rechts unten die Munitionsanzeige ist nicht gerade sehr hübsch, aber sie tut ihren Dienst. Hier, den See finde ich übrigens auch sehr stylisch, habe ich auch gebastelt natürlich. Mit einem leichten Nebeleffekt auf der Wasseroberfläche. Die ganzen Partikeleffekte, dazu gehört auch übrigens der Nebel, die haben wir alle eigentlich relativ kurz vor Schluss eingebaut, beziehungsweise ich. Um das Game nochmal ein klein wenig zu verschönern. Und am Anfang hatte ich das auch noch ein bisschen angeschnitten, aber ja, selbst so Sachen wie Reload, also Nachladefunktionen, sind nicht selbstverständlich. Also für uns als Gamer schon selbstverständlich. Selbstverständlich, selbstverständlich.
aber als Programmierer nicht, denn das ist eben auch eine Funktion, die nicht einfach da ist, sondern die man halt hinmachen muss. Und ganz am Anfang, die erste Version, die wir präsentiert haben, die hatte keine Nachladefunktion. Da musstest du immer das Magazin bis auf null leer schießen. Hier noch ein paar Schilder. Beware, Achtung! Nachdem die ganzen Testspieler wie Lemminge auf diesen Partikeleffekt zugerannt sind, dachten wir uns, klatschen wir noch ein paar Schilder hier hin, weil wir das hier ganz schön ordentlich zugekleistert haben mit den Monstern. In der Mitte ist derzeit nur ein einziges Health Pack und ein schwarzer großer Baum. Da sollte irgendwann mal, falls wir noch Lust haben und weiter dran arbeiten werden, eine zweite Waffe hinkommen, denn momentan, wie ihr sehen könnt, haben wir nur die Pistoletta. Und außer der Pistoletta wollten wir noch eine Schrotflinte reinmachen oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber erste Tests, eine Schrotflinte zu coden, sind vorerst mal fehlgeschlagen. Ihr seht ja auch, wir schießen hier in dem Spiel mit Kugeln, einfach weil es lustiger ist erstens. Wenn man mit etwas schießt, was wie Gummibälle aussehen. Und es fliegt dadurch ballistisch, das heißt, ihr müsst automatisch ballistisch schießen. Es wäre kein Problem gewesen, wie in einem echten Shooter, einfach die Kugel geradeaus fliegen zu lassen, aber das war so ein nettes Game-Element, wir wollten es einfach mal drin lassen. Da die fliegenden Kugeln nämlich von einem anderen, von einer anderen Abgabeaufgabe vor dem Spiel noch gestammt haben. Dann hier kommt jetzt ein weiteres Easter Egg, falls man nämlich, wenn man hier vom Hospital kommt, anstatt weiter geradeaus zu gehen, einmal kurz nach links abbiegt. Da hört dann zwar nach einer Weile der Weg auf, aber wenn man aufmerksam genug hier durchgeht, beziehungsweise einfach weiter dem Weg folgt, dann sieht man da hinten schon eine Lichtquelle. So ein bisschen. Hier ist auch wieder so ein Viech. Dann haben wir noch eine kleine Hütte im Wald. Mit einem Lagerfeuer, wo ich mich auch wieder mit dem Partikeleffekt so ein bisschen ausgetobt habe. Und allgemein mit Lichteffekten. Und eines der Monster, das man sich hier so ein bisschen näher anschauen kann. Was jetzt gerade etwas Fernseh schaut. Ein paar Boxen, paar Schuhkartons. Und hier, falls man es nötig hat, auch wieder einen Health Pack. Auf dem Tisch. Health Packs gab es am Anfang nicht so viele, da haben wir ordentlich noch welche hinzugefügt. So, die Bäume sehen auch alle mehr oder weniger gleich aus. Sie variieren ganz leicht in der Baumkrone, in der Form und auch ganz leicht in der Farbe, aber da sind jetzt nicht großartig viele Unterschiede da, weil wir einfach einen recht gleichmäßigen Wald platziert haben in dem Fall. Und die Funktionsweise und dass das Spiel überhaupt funktioniert, stand an erster Stelle. Und nicht wie verschieden die Bäume aussahen. Die haben auch zum Beispiel keine Collider, das heißt, ich kann derzeit noch einfach durchlaufen durch die Dinger. Dann hier auch so eine schöne Sache, ein Wasserfall. Der Fluss erstreckt sich übrigens auch vom Startgebiet aus, den habt ihr auch am Anfang kurz gesehen. Und dann geht es hier eine Klippe hinunter zum nächsten Strandgebiet. Man könnte auch dem Weg weiter folgen, dann wäre man da drüben rausgekommen. Aber ich gehe einfach mal hier lang, weil es einfach kürzer ist. Hier ist der Wasserfall. Huch! Hier sind auch noch keine Collider, dass man nicht ins Wasser fallen kann, von daher passiert das manchmal. Hier seht ihr auch die Wasserfläche, hier ist eigentlich normales Wasser, kein fließendes Wasser, weil das eben auch nochmal extra Partikeleffekte benötigt hätte, die wir an der Stelle jetzt nicht gemacht hätten, da das nur kosmetisch gewesen wäre. So, jetzt sind wir hier beim Bootshaus. Das Viech guckt uns schon an durch die Scheibe. Was? So, ich weiß schon, wie das Schussverhalten von denen ist, also ist es kein Problem für mich, die Dinger, den Dingern auszuweichen. Und wir sehen hier den ersten Schlüssel. So, sehr gut. Hier sind noch ein paar Kisten. Nein, da ist kein Health Pack oder sowas versteckt. Item Placement war sowieso so eine Sache. So, Lighthouse Hospital. Hier haben wir nämlich jetzt die steile Klippe, da könnte man zwar theoretisch hochspringen, aber wir haben hier extra noch einen Aufgang gemacht. Diese ganzen Sachen hier, so Bretter hinlegen, verteilen, die Kisten, die Felsen, die Textur aufsprühen auf die Sachen hier an der Wand, verschiedene Texturen benutzen, Felsen platzieren, all diese Sachen und Gräser am Rand, die so selbstverständlich aussehen, jedes einzelne Teil, jeder Stein, jede Kiste musste selbst gemodelt werden in Cinema 4D und musste hier eigenhändig eingefügt werden. Also da gibt es keine fertigen Objekte, genauso wie diese Höhle hier drüben.
Diese Höhle gibt es nicht einfach fertig und man kann sie einfügen. Die hat man alles komplett, gänzlich selbst gebastelt. In Cinema 4D und dann hier eingefügt. Also nichts so praktisch wie irgendwie in den Amnesias Construction Sets oder Skyrim und Oblivion Construction Sets, wo einige Gegenstände, Wände und Steine und sowas schon fertig sind und nur noch platziert werden müssen. Hier ist wirklich alles handgemacht. Reinste Handarbeit! So, dann wollen wir mal als nächstes zum Leuchtturm gehen, hier in dieser Richtung. Hier kommt der nächste Abschnitt des Spieles, und zwar der gruselige Wald. Hier fangen an, die Bäume um einiges enger zu stehen. Und hier fängt auch ein Nebel an, und die Monster, von denen gibt es hier auch viel mehr. An einigen Stellen werde ich mich bis heute noch erschrecken. Das ist mir selbst beim Testspielen passiert, weil einige Monster sieht man einfach nicht. Auch im späteren Spielverlauf, auch der Boden ist ja so ein bisschen bräuner, könnte auch eine dunklere Textur sein. Die Musik, ich bin auch echt froh, als wir den Musiktrack gefunden haben. Der hat richtig ordentlich Druck hinter sich und sorgt für eine schöne Atmosphäre. So, die restlichen Gegner umgehe ich einfach mal. Dann kommt man nach einer Weile, wenn man einfach geradeaus geht, aus dem Wald heraus. Hier entlang und da ganz hinten kann man auch schon in der Ferne, ganz oben im Leuchtturm, ein leichtes Licht sehen. Theoretisch kann man auch übrigens hier an allen Felswänden so hochspringen, wenn man lang genug dagegen rennt und die Sprungtaste drückt, also Leertaste. Aber ja, da haben wir jetzt einfach keine Collider reingemacht, weil dieses Spiel halt nicht für die Masse gedacht ist. Aber ich werde trotzdem mal mir überlegen, ob ich vielleicht einen Download zu dem Spiel anbiete. Sprich einfach in die Videobeschreibung hier, wenn ihr unten guckt. Vielleicht findet ihr da einen Download-Link und dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, es runterladen und selbst ein bisschen in der Welt hier rumlaufen und schauen, wie wir hier sowas gebastelt haben. Hier hinten im Leuchtturm auch wieder ein Health Pack. Hier fehlt auch noch Textur an der Seite, aber das haben wir relativ spät bemerkt, beziehungsweise der Marcel. Er hat nämlich das Ding hier zusammengebastelt, den Leuchtturm. So. Der blaue Schlüssel, damit hätten wir den gelben und den blauen. Fallschaden gibt es übrigens auch keinen, also kann ich auch demonstrieren. Ja, meine Freunde, ich muss es einfach immer wieder sagen. Selbst so Sachen wie Fallschaden, die eigentlich für euch stinknormal sind in Spielen, muss man programmieren. So, dann laufen wir mal die Strecke wieder zurück zum Krankenhaus, zum Hospital. Dann könnt ihr auch gleich sehen, warum das Ding Hospital heißt, also Krankenhaus. Wir haben versucht, so eine Art von Feeling wie in einem Irrenhaus darzustellen. Da laufen jetzt natürlich keine Irren rum oder sowas. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wie wir das allgemein eingerichtet haben. Der nächste Schritt, wie gesagt, wäre, finde ich jetzt, was ich als nächstes machen würde, wenn ich am Spiel weiterarbeiten würde. Munition. Überall auf der Insel Munitionsclips verteilen und dafür sorgen, dass man nicht unendlich Munition hat. Nur noch 7 Kugeln ins Magazin machen anstatt 12 oder vielleicht sogar nur 5 Kugeln ins Magazin, dass man auch nachdenkt, bevor man schießt. Oder genauer dazu gezwungen wird, genauer zu zielen. Und vielleicht maximal tragbar 30 Kugeln zu machen oder 40 oder 50. Und dann lassen wir einfach den Spieler alles finden an Munition, was er sonst noch so braucht. Eher 20 Kugeln vielleicht sogar nur, weil wenn man gut zielt, dann muss man nicht so viel nachdenken. Hier haben wir nochmal die Hütte. Das heißt, hier müsste dann gleich der See kommen. Die bisherigen Testspieler sind auch wahnsinnig verwirrt hier durch das Spiel rumgelaufen, weil sie einfach sich nicht auf die Wege konzentriert haben, die wir auf den Boden gemalt haben. Ich meine, ich kenne alles auswendig, ich habe das hier designt, ja, also ist das kein Problem. Aber jawohl, das sind eben einfach nur so Sachen, die muss man feintunen und vielleicht hatte ich nur Pech und bis jetzt haben alle Testleute immer, das waren alles nur Shooter-Zocker, die einfach nur Schlauchlevels gewöhnt sind, aber wir haben hier alles so ein bisschen offener gestaltet mit der Insel.
So, jetzt verschwindet die Tür, die eigentlich eine blaue Glasscheibe ist. Das wollten wir einfach nur darstellen, um zu zeigen, hey, guck mal, du kannst durchgehen und dahinter ist etwas. Quasi für die ganz Blöden. Genau auch die Tooltips hier so, für die ganz Doofen. Guck mal, hier musst du Schlüssel finden. Dass man nicht zu lange verwirrt herumläuft. Hier ein paar Ordner auf dem Tisch, die automatisch durch den Tisch gefallen sind, weil die Collider nicht ganz hundertprozentig richtig eingestellt sind. Wir haben sogar Mülleimer, wo man reinschießen kann. So, diese kleine Rezeption habe ich auch zusammengebaut. Und jetzt beginnen wir den zweiten großen Teil von diesem Spiel. Und zwar ist es nämlich aufgebaut einmal in die Außenwelt, die Insel, und einmal das Gebäude, was schon sehr groß ist. Und hier könnt ihr sehen, das hat hier eine andere Art von Collider. Hier können wir nicht in den Schrank reinschießen, weil das ein Box-Collider ist. Das heißt, es ist einfach nur eine Box, wo man dran schießen kann. Aber man kann nicht, oh, reinschießen, Hilfe, ich bin in den Keller gefallen. Was für ein Zufall, meine Freunde. Ja, es gibt überall Fallen in diesem Haus. Wände und Decken brechen regelmäßig ein. Wir haben sogar hier Atomkisten. Hier wollten wir auch eventuell noch irgendwann mal ein grünliches Leuchten reinmachen. Oder ich wollte das. Atommüll. Und weil man nicht von selbst drauf kommt, ist derzeit hier noch ein Leuchten drauf. Für zerbrochene, aussehende Wände haben wir jetzt da keine Textur entworfen extra dafür. Aber man kann sich die Sachen auch hier kaputt schießen. Wie ich finde, ein sehr nettes kleines Element, was dem ganzen Spiel noch einen spielerischeren Charakter verleiht. Nein, lade nach! Na. Der Typ übrigens hat noch das alte AI-Skript. Wie man gesehen hat, ist er nicht auf einen zugelaufen. So. Ein grüner Schlüssel, den brauchen wir auch noch. Es war übrigens nicht meine Absicht, hier gleich unten in das Stockwerk reinzufallen. Bah. Weil selbst ich kenne nicht auswendig die ganzen Fallen. Da geht's gleich weiter. Hier noch eine Säule, wie in einem Parkhaus. Und hier haben wir ein weiteres Health Pack. Für all die Leute von euch, die es selbst spielen wollen. Hier ist es auch ein bisschen verwirrend. Hier haben wir keinen Leuchteffekt von der anderen Seite an die Wand geworfen. Das heißt, wenn ihr hier den Keller über den normalen Treppenweg erreicht, dann werdet ihr nicht sehen, dass es weitergeht. Wurde aber einfach nur vergessen. So, du Drecksvieh. Was ihr nicht wisst, die Gegner erkennen euch über einen sogenannten Raycast. Das funktioniert in allen Spielen so oder in allen normalen Spielen. Damit euch ein Gegner sieht und auf euch zugerannt kommt, muss er auf euch gucken und ihr müsst eine bestimmte Distanz zu ihm haben. Und diese Distanz und ob ihr in seinem Sichtfeld seid, wird über sogenannte Raycasts getestet. Das sind so Strahlen im Prinzip, die von ihm ausgehen und an denen gemessen wird, ob ihr in seiner Reichweite seid. Hier haben wir noch einen Weg. Wir haben zwar überall offene Durchgänge, aber die Stellen, wo wir Türen drin haben, dort kann man selbstverständlich nicht durchgehen. Auch so eine Sache. So, ich führe euch einfach mal... Oh, haben wir den Drecksack. Aber was ich sagen wollte zu den Raycasts... Mist. Ah. Diese Raycasts, die prüfen, ob man euch sieht oder nicht. Die gehen normalerweise in allen anderen Spielen von den Augen des Gegners aus. Und wäre ich unten an der Treppe gewesen und der Raycast im Auge des Gegners... Hätte er mich ohne Probleme natürlich sehen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir Böden hier einbrechen können und welche nicht. Hätte er mich sehen können. Aber der Raycast wird vom Bauch aus des Gegners geschossen. Also auch noch so ein Fun Fact am Rande für die von euch, die daran interessiert sind. So, im unteren Stockwerk, hier geht es noch ein bisschen weiter, wo wir noch nicht waren. In die Schränke kann man auch wieder reinschießen. Ihr seht auch, wie sich alle Sachen grün färben, wo wir rein oder dran ballern. Das ist auch noch so etwas, was aus der Entwicklerphase übrig geblieben ist. Aber wir haben das letzten Endes drin gelassen, einfach nur um die Trefferstellen zu
verdeutlichen. Wir wollten eigentlich so Schuss-Einschusslöcher darstellen, aber wir haben bis zum Ende nicht herausgefunden, wie wir Texturen darstellen können an den Trefferzonen, sondern haben das halt nur mit solchen Farbverläufen hinbekommen. Und dann haben wir es einfach mal so als Trefferindikator drin gelassen. So. Bah, hier bricht wieder was zusammen, dieses schrottige Gebäude hier. Hier haben wir auch schon die grüne Tür. Klack, kann man rein. Wenn wir hier zuerst hochgelaufen wären, anstatt an den Keller, wäre eben da gestanden, sammelt den grünen Schlüssel, um durchzukommen. Und wenn man genau hinguckt, hier ist so eine Art Büro des Chefs oder sowas, ne? Alles schön zentral mit Terrasse. Und hier hinten sieht man schon ein rotes Leuchten. Das ist hier übrigens die Terrasse, die direkt über dem Eingang ist, wo man reinkommt. Das sind auch richtig schön große Schlüssel, die eigentlich in einer Welt wie Super Mario eher ihren Platz finden. Aber da man hier bei diesem kleinen Mini-Shooter-Projekt davon ausgeht, dass nicht... Oh, da beobachtet mich schon einer oben. Nicht davon ausgeht, dass jede Sau automatisch direkt die Sachen finden wird. Und da viele Leute ihre Geduld verlieren beim Testspielen, wir haben ja keine Tester, bezahlten Tester arrangiert, muss man davon ausgehen, hey... Der User ist grundsätzlich zu doof, die Sachen zu finden, also mach sie groß und leuchtend. Wäre das natürlich mein eigenes richtiges Spiel, würde ich die Dinger nicht so riesig machen. So, wir hatten... wir hatten also... Hau ab, Mann! Oh nein! So. Wir haben einen roten Schlüssel also gefunden. Dementsprechend müssen wir jetzt die rote Tür finden. Und ihr seht schon, wir haben es dem User nicht so leicht gemacht, dem Gamer, alles hier automatisch zu finden. Wenn man das erste Mal hier rumläuft, alle unsere Testpersonen, alle, auch meine Freundin, haben sich ums Verrecken nicht zurechtgefunden in dem Haus, was aber gut ist. So rennt man nicht einfach überall automatisch durch. Keine Schlauchlevels, yay! Ich habe mir die rote Tür, hier war auch eine Meldung hingekommen und dann hättet ihr den roten Schlüssel suchen müssen. An der Stelle... Hier kann man auch gut das mit dem Raycast überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt unterhalb seines Bauchlevels bin, so ungefähr, und ihn dann treffe, ich glaube, die Decken waren hier auch einbrechbar. Nein, nicht alle, aber einige. Können nämlich gleich mal gucken, treffe ich ihn? Noch nicht. So, und tot. Wenn wir nämlich unter seinem Bauchlevel liegen, von wo aus geprüft wird, ob wir gerade im sichtbaren Bereich des Gegners sind, wenn wir nicht... auf Bauchhöhe sind quasi, dann sieht er uns auch nicht. Unten waren übrigens auch so ein paar Räume mit vielen Betten, das war dann hier, ne, der Bettenraum, auch hier, huch. Immer wieder ein Genuss, Stockwerke tiefer zu fallen. So, hier geht's auch übrigens nicht weiter, wie ihr sehen könnt. Um mal den Spieler ein bisschen dazu zu zwingen, hey, geh nicht die ganze Zeit die gleiche Treppe nach oben, um das Spiel zu schaffen, sondern lauf mal ein bisschen anders. So. Oh, Jesus! Oh, die erwischen mich jedes Mal! Die sind besonders fies, wenn man am Kommentieren ist und komplett abgelenkt wurde. Durch das ganze Kommentieren. Und vor allem fies, wenn man sie nicht sieht, weil man um die Ecke hier läuft und so lalalala, oh Gott, und dann fauchen sie einen an. Ganz schön fies. Hier war auch was Fieses. Das hat der Marcel designt. Ich bin nicht ganz überzeugt von, von der Denkweise von wegen, oh, da sind drei Kisten, mal sehen, was da ist. Und dann bricht hier ein riesiges Quadrat weg. Aber das ist okay. Ich hätte vielleicht noch einen Tisch oder irgendwas Leuchtendes hingestellt, weil nur drei Kisten reichen... Hoppala, hier war noch ein einstürzender Boden. Reichen im Normalfall nicht dazu aus, um irgendjemanden zu überzeugen, auch tatsächlich irgendwo hinzulaufen. So. Keine Sorge übrigens, falls euch verwirrt, wo ich hier gerade die ganze Zeit langlaufe. Ich hab's, wie gesagt, beim Testspielen und Entwickeln schon zum Verrecken gespielt. Bis zum Verrecke! Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch das Spiel runterladet, oder runterlädt, nein, ladet, doch, hier, so, Dingens, dann spielt es mit, nein, mit Kopfhörern und im Dunkeln. Ich meine, es ist ein sehr simpler Shooter, ja, zugegebenerweise, aber es hat immer noch so seinen ganz besonderen Reiz, vor allem, wenn man es im Dunkeln spielt.
Auch die Platzierung der Monster ist noch nicht so besonders. Ich hätte zum Beispiel öfter Monster nicht direkt hier so in Sicht eines Einganges platziert, sondern öfters hier so um die Ecke. Das gibt einen schöneren Schockeffekt. Aber das Platzieren der Monster ist eben wieder Detailarbeit, die dann in der letzten Entwicklungsstufe stattfindet. So, und jetzt kommen wir in die letzten Stockwerke, wo schon alles ein bisschen anders designt ist. Ein bisschen verranzter mit Holzboden und anderen Türen, eher so Eisentüren. Hier, tada, mehr Health Packs! Noch einer von denen. So, wenn man die Gegner so zirkulär umrundet, dann sind sie eigentlich relativ gut machbar. Am Anfang hatten wir auch viel weniger Health Packs in diesem wunderschönen Horror-Shooter. Also Horror in Anführungszeichen. So viel Horror, wie man eben reinbasteln kann in der Zeit. In 6 Wochen. Na? Ja. Ich muss mich jetzt hier so ein bisschen hüten, weil hier auch einige ganz fiese Fallen sind, die, wenn sie wegbrechen, oder zumindest eine Falle gibt es hier, wenn sie wegbricht, landet ihr im untersten Stockwerk. Oh Mann, das ist so deprimierend. Also für mich natürlich nicht, weil ich kenne ja den ganzen Bereich ja schon. So, vorsichtig. Hallo? No! Das ist echt fies, wenn die nur auf einen zurennen, wenn man in ihrer Sichtreichweite ist. Verdammt. So, zum Glück, der ist so an der Kante ein bisschen hängen geblieben. Wie gesagt, Raycast nicht durch beide Augen, sondern eben nur durch den Bauch. Deswegen war ich jetzt ganz knapp nicht in seiner Reichweite. Ist auch einer der Tricks, wie man die ganzen Feinde erledigen kann. Hier kann man durch das Gitter schon einen sehen, da hinten. Das Health Pack spare ich mir auf, falls ich hier jetzt Leben verlieren sollte. Die Wände hier fallen einem vielleicht auch nicht beim ersten Mal auf. Da muss man schon ein bisschen genauer hinsehen. Die haben wir nicht beleuchtet, aber wenn ihr genau hinguckt, wenn wir noch eine Wand haben, kann ich es euch ja gleich mal zeigen. Dann sehen diese Wände ein klein wenig anders aus, wie die restlichen normalen Backsteinwände, die wir hier drin haben. So, hier ist die Drecksackfalle, ne? Ja. Ja. Das sieht zwar nur aus, als ob es durch ein Stockwerk durchfallen würde, aber wenn ihr da drauf gestanden wärt, fallt ihr durch 3 oder 4 Stockwerke nach ganz unten. Und es war nicht selten bisher so, dass wenn man ganz nach unten durchgefallen ist, es trotzdem ein Krampf war, wieder ganz nach oben zu kommen. Weil das ziemlich, labyrinthartig aufgebaut ist alles hier. So, jetzt kommen wir aber auf die Spitze. Wir treiben es an die Spitze, Kollegen! Ja, das war zu weit. Hau ab! Ah, nein! Den einen habe ich nämlich platziert, den fiesen. Und go! Nein, jetzt habe ich beide am Arsch! Hau ab! Hau, geh weg! Du etwas! Nein, nein, lad nach! Ach. Puh! So, meine Freunde. Und dann kommt man hier auf dem Dach an, ne? Hier ziemlich leer. Wie man sieht, wir haben zwar die Inneneinrichtung mehr oder weniger gemacht. Das war schon ein Rieseneck, das zu platzieren. Denkt daran, wir waren größtenteils zu zweit bis auf die letzten 2 Wochen. Sonst haben wir alles zu zweit gebastelt. Und hier jetzt, oh mein Gott, endlich eine Möglichkeit, eventuell von der Insel zu fliehen. Hier ist eine Art Transmitter mit Antenne. Und hier, und oh mein Gott, was haben wir denn da? You activated the rescue transmitter. Hopefully someone will notice it. Also, du hast den Rettungstransmitter aktiviert, in der Hoffnung, dass du vielleicht irgendeinen Hubschrauber oder sowas damit zu dir gelockt hast. Oder wir wussten selbst nicht genau, was wir damit sagen wollen. Wir sagten einfach, hey, damit kann man irgendeinen Rettungsdienst beantragen. Okay, klack. Hoffentlich wird das jemand bemerken. Und wenn ich jetzt hier auf OK drücke, dann schließt sich ganz einfach das Spiel. Ich wollte euch zwar noch kurz das Menü zeigen, aber das ist jetzt schlecht machbar natürlich, wenn das Ding hier drin ist, weil ich das nicht mehr schließen kann. Aber das ist vollkommen okay. Ich sag euch einfach mal kurz, im Menü
Wenn man das mit Escape geöffnet hätte, kann man das Level jederzeit restarten. Dann fängt man nämlich wieder am Startgebiet, dort wo der Strand ist, an. Und da kann man auch das Spiel von dort aus beenden und man kann sich einfach nochmal die Controls angucken. Also mit welcher Taste sprinte ich, mit welcher springe ich, wie bewege ich mich und so weiter. So, das dazu, meine Freunde, das war Escape the Island. Mein eigenes erstes Spiel, was ich komplett von Grund auf selbst gebastelt habe, ohne vorgegebene Texturen oder Objekte, alles selbst gemacht mit meinem Studienkollegen. Ich hoffe, es hat euch vielleicht gefallen. Download-Link wahrscheinlich in der Beschreibung. Viel Spaß damit, falls ihr es auch spielen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!